Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Neue Aufnahmesession, neues Glück und Minja ist hoffentlich diesmal ein bisschen aktiver. Hallo Wodan, hallo Herr Kaiser und Herr Fleischermann mitten in der Stadt. Hallöchen. Hallo, hallo. Guten Tag. Minjas. Ja, Tag 9, also wir haben noch ein bisschen Zeit, um... Schreib mir die so an. Zu bauen. Schreite genau, wir brauchen viel Zeug. Wir brauchen ungefähr 1000 Stahl, wenn wir den Stahl machen wollen. Hat jemand noch Pfeile? Weil ich habe überhaupt gar nichts. Nada. 32 Bronze. Na, das ist Bronzepfeile. Aus Bronze. Geil. Die mit der Silberspitze gegen die Werwölfe. Genau, die sind gut. Die haben doch jetzt eingebaut, okay. Die mit der Silberspitze. Ich komme nach Hause und dann gibt es ein paar Pfeile. Hier. Oh. Ich komme so laut. Ey, komm nach Hause. Oder ich habe meinen Ton so laut. Also wenn das Ton... Drohung sein? Genau. Ich komme! Oh Gott. Hier spielt der Kaiser. Warte mal. Ja, bitte. Herr Kaiser, wir hatten ein Projekt. Ich wollte Pfeile machen. Ja, wir hatten ein Projekt. Oh, Crossbow. Oh. Vielen Dank. Oh, Crossbow. Ja, dann machen wir doch den Iron Crossbow Bolts. Absolut. Ich hatte Iron Crossbow Bolts verteilt. Irgendwo. Nein, ich hab sie in der Tasche. Jetzt musst du überleben und nach Hause kommen. 240. Zwei Aufgaben. Genau, wir hatten ein Projekt. Wir haben angefangen zu buddeln. Genau. Jackie, die Farm ist fertig. Was mein Problem gerade ist, ich habe keine Energie. Haben wir irgendwo noch was Medizinisches drin fliegen? Nee, ich musste mich hochessen vorhin. Ich hab eine Bandage. Painkiller. Warte mal, Bandage. Painkiller nehme ich auch gerne. Kann ich dir machen. Bandage mit Painkiller. Ich habe die Taschen voller Scheiß hier. Ich geh mal zum Loch. Wir treffen uns beim Loch. Was? Klingt auch komisch. Naja, das aber ich komme. Gut. Na gut. Treffen wir uns halt auch mal da. Dann ich habe hier... Doscht habe ich auch noch. Oh Mann, ey. Mann. Waren wir eigentlich schon in diesem Militärstützpunkt drin? Der hier in der Stadt ist? Scheinbar ist da, ich würde jetzt ein Nein auffassen. Wir müssen aber irgendwo in der Stadt haben wir was übersehen, kann man in den Kommentaren. Wir hätten irgendwie einen Bunker übersehen oder so. War da ein Brunnen, den wir nicht gesehen haben? Bist du da unten, Herr Kaiser? Ah ja. Ich bin schon unten, ja. Warte. Also, oder die meinen das Ding hier, weil das ist auch echt zu. Könnte ich bitte... So, Bandagen und einen Penkel, da kann ich den noch geben. Ja, und Honig hätte ich auch noch. Aber nee, das habe ich. Oh, du hast ja richtig Penkeller. Damit gut dran. Zeug hier. Frierst du? Ja, irgendwie schon. Wie tief müssen wir denn noch? Ach, das ist schon ein Bedrock hier. Ich habe eine Mütze für dich und Schuhe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 4 Block. Mindestens. 4 Block. Ich meine, eigentlich sind... Tiefer, umso besser, oder? Also. Ja, die nehmen halt ein bisschen Fallschaden. Ah, jetzt hast du schon so ungefähr einen Ansatz verraten, was wir überhaupt vorhaben. Was? Gut, die meisten, der aufmerksame 7DS2-Spieler weiß ja. Ich nicht. Was haben wir vor? Ist übrigens erst seit der Alpha 15 wieder reingekommen, der Fallschaden. Genau, ja. Das nur rein informativ. Das wäre natürlich jetzt richtig Deluxe, wenn wir uns bis zum Bedrock runterbuddeln würden, aber... Wollen wir? Ein bisschen. Können wir rein theoretisch? Das wäre ja mal ein Projekt. Das wäre mal ein Projekt, ja. Jeder eine Seite hier. Tag 94. Ein paar Folgen mit genau. Wichtigen nur buddeln. Vielleicht sollte man machen, wenn wir ein Orga haben oder so. Wenn wir keine Hobbys Liebe mehr Zuschauer, haben. Ihr schlagt Diskussionsthemen vor und wir baldobern das aus hier. Wir buddeln bis zum Bedrock in der Wald. Genau. Sehr gut. Ja gut, der letzte Part geht ja schnell, gell? Das müsste... Bleiben auch keine Rückstände? Weil Holzblech gibt ja Rückstände, wenn es von oben nach unten kracht. Ein bisschen. Also wenn wir jetzt in der Mitte das Ding hier wegholzen, dann bleibt halt ein bisschen was liegen, aber die meisten Blöcke verschwinden. Okay. Das kannst du dann mit Schaufeln machen. Wenn Jack jetzt Dynamit hätte... Oh. Ja. Dann würde er sich zu uns springen. Ja. Von der Stadt aus, ein Riesentunnel. Ja, da wären wir nicht so mehr wie der. Wie der Junkrat, weißt du, in Mine hingelegt und draufgesprungen. hieß er Junkrat? Ich weiß nicht, ich habe Overwatch so lange nicht mehr gespielt. Echt, ey. Ah, der neue Hero ist draußen. Bald. Ganz bald. Ganz bald. Ich habe jetzt letztens die Videos gesehen von Fischkopf und Dizzy, die sind ja beide in Amerika bei der BlizzCon. Und liebe Grüße an dieser Stelle übrigens an die beiden. Was mir aufgefallen ist, dass Blizzard ja so eine riesen fette Messe nur für sich macht. Also weißt du, so als würde jetzt die EA-Con oder sowas. Wobei ich glaube, die sind minder erfolgreich im Vergleich zu Blizzard. Mhm. Wobei, die haben jetzt Titanfall 2 soll ja richtig gut sein. Echt? Echt? Ja. Das ist ein Scherz, gleich zum Vorgänger. Nö, das sind so die Meinungen, die ich gelesen habe. Mach dich nicht über uns lustig. Mach dich nicht lustig. Mach jetzt hier keine Witze.
Ich klopp gerade hier mit der Steinaxt weg und es ist wirklich so, dass Leveled Construction Tools. Das heißt, wir kommen Richtung Stahl. Du meinst jetzt, mit der Steinaxt wegzuschlagen, wäre sinnvoller? Wenn du Construction Tools leveln möchtest, dann wir müssen halt auf Stahl kommen irgendwie. Wir müssen irgendwie zum Stahlschmelzen kommen. Und da brauchen wir Construction Tools 40 und dann nochmal 30 Punkte für. Aber dann, ich habe ja den Miner gesealt, dann würde das ja nichts bringen, oder? Der bringt dann, glaube ich, nichts, ne. Also aber von der Blockdamage her geht's. Also ich habe eine 418er Steinaxt, das ist okay. Eine 418er Steinaxt? Kannst du mir eine machen? Kannst du mir machen, Herr Kaiser? Komm, wir sind doch beide alleine hier unten in der Ritze. Geht da 5 Minuten an eine Werkbank, dann macht er dir die. Genau, ich brauche eine Werkbank. Gib mir einen Kleiderbügel und einen Kugelschreiber. Kaugummi. Ja. Also so herstellen kann ich 214, ne? Das ist dann halt Workbench. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Abusen. Ja, dann gib mir doch mal. Dafür ist sie doch da, also. Es ist so gewollt, ja. Ich würde kurz hochgehen und mir die zusammen. Dann machen wir noch ein paar mehr. Mach's mir, los. Ja, ich bin dabei. Warte, hier, ich dropp sie alle. Moment, ich hab keinen Platz. Da war es wieder, deine drei Probleme. Ja, typische Inventarproblem. Achso, ich soll dich dran erinnern, guck, ob du nicht verdurstest, bitte. Na, nein, ich bin noch nie verdurstet, also, weißt du das Hören sagen? Na. Beinbruch hier? Niemals. Das dauert nicht so lange. Das ist aber echt übel Nachrede, muss ich echt mal sagen. Also, liebe Zuschauer, die geschrieben haben, ich wäre verdurstet in den letzten Folgen. Habt ihr schon mal Seven Days to Die gespielt? Habt ihr echt gar keine Ahnung? Der Vorteil ist ja, wenn wir das hier an dem Hand rausschlagen, kriegen wir ja auch ordentlich Stein. Stein, genau, für Zement. Können wir eigentlich schon irgendwas machen für die Gravel-Dings produzieren aus den Steinen? Wären wir hier unten? Wenn jemand Concrete Mixing spielt, ja. Wir brauchen halt Gleich schon mal hatte doch mal sowas vor, oder? So ein Zementmischer? Hatten wir vielleicht hier ihn gefunden in der Stadt oder so? Nee. Was? Ja, die stehen ja auch rum. Ja. Genauso wie diese Chemiestation und so ein Kram. Genau. War hier nicht eine Tankstelle irgendwo? Was mache ich jetzt? Was sammle ich denn hier? Hier, lass doch mal deinen Scheiß bei dir. Entschuldigung, ja, ich muss eh Platz machen. Ja, dann, aber das kann man doch alles scrappen hier. Animal Fat. Ich fresse auch so ein altes Sandwich, ich meine, weißt du, in der Not. Ja, in der Not, ne? Da frisst der Minion Sandwich. Hast du jetzt noch Access? Ja, ich habe hier noch ein paar. Hast du Platz? Warte, ich muss noch kurz mal gucken, wie ich Platz sehe. Kann weg. 5. Gras 6, kann weg. 6 Stück kann ich dir geben. Das Gras? Nein! Das Gras ist wichtig für die Echse. Das brauchen wir. Mann! Nein, Mann! Meistens Wasser weg. So, jetzt habe ich 4. 4 Plätze habe ich. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, scheiße, die Sonne geht schon unter. Ich sehe nichts. Warte mal, ich hab doch einen. Ja, stoß mal drauf. So. Aber das ist gut wie zu wissen. Platz. Wie kein Platz. Inventar ist voll. Nee, ich hab hier. Benötigen mehr Silos. Schrott dabei. Sehr gut. Na, liebe Zuschauer, welches Spiel war das? Das war schön. Es ist aber auf den Sack gegangen. Ja, nach einer Zeit. Die wöchentliche Frage. Ich weiß es. Na. Das verraten wir nach der Folge mal, wie gespielt das war. Nur, dass ich es nochmal schön. Ich wollte nur was sehen nochmal. Die Aufnahme läuft. Genau. Ja, wollen wir jetzt wollen wir mit 10 da unten noch rumbuddeln? Oder ist das schon so? Ach so, wir können es rein theoretisch oben zumachen. Wir können Woodframes machen und oben einfach dicht machen. Dann können wir in Ruhe hier unten noch weiter buddeln. Wobei, es wäre jetzt so nicht schlimm, wenn Zombies reinfallen und graben, oder? Na gut, das wäre. Ja, die graben aber sehr blöd. Unkoordiniert. Ich sammle noch mal ein bisschen Gras. Wir brauchen Gras, dann mache ich noch mehr Steinäxte und wir machen uns mal ein paar richtig gute Steinäxte. Weißt du, so 2000. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Gras geht das. Hm. Ich muss jetzt einfach massig kombinieren, die Steinäxte, oder wie? Und dann genau. Kannst du mit Shift, Linksklick, kannst du die immer reinpacken, rausziehen. Und dann immer die letzte wieder rein und dann eine von den neuen rein. Naja, 256 immerhin, ne? Ich muss mal hier noch ein, zwei Bäume killen. Ja, was mach ich jetzt? Komme ich zu dir und. Ja, ich mache noch ein paar Woodframes und dann, ich würde sagen, wir machen kurz ein paar Steinäxte. Also jeder so eine 400er, 500er haben oder zwei am besten. Ja, und dann und los, komm jetzt zu dir, hier sind machen oben zu. Es gibt ja gar keine Zombies. Das ist so neben hier. Nein, Minas. Ein Mythos. The fuck. Es behaupten immer die Leute, die Pilze und Bier trinken.
Pilz. Das ist eine Kombination. Mischkonsum, ganz gefährlich, Kinders, lasst das. Zigaretten und Alkohol gleichzeitig ist nicht gut. So, ich bin bei dir. Du hast dich wieder rausgearbeitet, jetzt lässt du mich doch hier allein. Ja, ich komm gleich, ich mach ein paar Äxte und dann... Na gut, dann buddel ich doch mit meiner Dings-Axt wieder weiter, mit der Steinaxt. Mit der Eisenaxt! Übrigens, wenn der Scheinwerfer an ist, hast du das Gefühl, dass es Gamma hochgedreht, bis zum Anschlag. Ja. Eisen? Ja. Nee. Gib mir... Level up, 24 Skillpunkte. Scheiß Snowberries, braucht keine Sau. Boah, du. Ich brauch Gras. Gras, Steine habe ich. Ich glaube, wir sind kein gutes Vorbild, oder? Nee, also heute. Gras, also Pilze, Bier, Kippen, Snowberry. Ihr müsst auch das Bild einschalten. Ja, wenn man nur Audio hören würde, dann ja. Oder nein. Stimmt. Testbild. Boah, das sieht richtig krass aus. Ich benutze übrigens den Sledgehammer zum Türen aufmachen. Der zieht richtig was ab. In dieser Nebel. Stadt? Dieser Nebel auch. Ich bin immer noch, ja. Alter Vater. Ja, ich bin ziemlich geschützt in dem. Danger Seeker. Erinnere mich mal nach der Aufnahme. Ich muss mal gucken, was mit Jack los ist. Wieso? Okay. Was ist denn im Vergleich zu meinem Kaiser ist er laut. Ach so, das ist druckvoll. Ich hab doch wieder. Ja, es an, hat wieder angemacht, weißt du. Er hat wieder ausgemacht. Nein, im Vergleich zu Wodan ist... Nein, ist alles gut, du klingst super sexy. Du klingst kacke. Nein, ich muss ihn... Man muss es bestärken. Man darf nicht diese Dinge sagen. Man muss immer sagen, nee... Nee, gut gemacht. Gibt keinen besser, der als gut dich gemacht, klingt. Dich klingt... Gut gemacht, Mann. Wenn du eine Stimme wirst, würde ich dich heiraten. Nee, wenn deine Stimme ein Lob, eine Frau wäre... Gut, wenn deine Frau eine Stimme... Nee. Hallo, mein Schatz, ich bin zu Hause. Ich hab dir gerade zu essen. Boah. So eine Schreierin, weißt du? Genau. Nackig so auf die Couch gefläzt. Ich hab noch nichts gemacht, aber guck mal, wie ich hier liege. Ja. Ist geil. Hast du mir zu essen mitgebracht? Mal zu arbeiten? Nein, nochmal wegen dem Liegen. Aber der Müll ist draußen, oder? Nein. Genau, Müll? Irgendwas hast du, Leute. Irgendwas wollte ich noch machen. Irgendwas. Stone Axe 107, ja, das reicht doch. Warte mal, wo geht's hier hoch? Soll ich ein paar Scheinwerfer mitnehmen eigentlich? Ja, bitte. Ja, immer. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben die. Also von der Staffel her ist es eine der Staffeln, wo wir wirklich am meisten bauen. Also jetzt gefühlt bin ich permanent im Untergrund. Aber in der letzten haben wir doch schon ziemlich. Gerät gelaggt. Ja, gebaut. Also jetzt hoch irgendwie was gebaut, mit Woodframes aufgewertet und. Dann korrigiere ich meinen Einwand und sage, ich bin fast nur unter der Erde und baue irgendwas ab. Ah. Und manche böse Zungen behaupten, ich würde verdursten während der Arbeit. Du tust was? Oh, ja, ja. Fucking fast. Ja, ja, ich habe auch wieder üble Nachrede. Ah, fucking also, ich gehe da richtig gegen vor. Ach, ja, unbelievable. Amazing, gorgeous. Amazing. Amazing. So. Duct tape. Wo kommt's rein? Das kann nicht sein. Ich find's nicht. So, haben wir jetzt, kann ich schon hier Ding. Die Pfeile machen für die. Was ist eigentlich aus unserem Projekt? Crossbow, ja. 7 Days Break. So. Was für ein Ding? War ja letzte Aufnahmesession noch. Gab's aktuell. Wir müssen jetzt gucken. Nein, aber läuft. Wir haben noch den Plattenvertrag bei Kaiser Productions und. Kaisers. Kaisers Productions. Genau. Kaisers ist gerettet. Wir verkaufen jetzt auch Plattenverträge. Was? Hast du keine Nachrichten geguckt? Platz. Das dauert ewig, ey. Gut, ist die Workbench frei? Ich musste sie mal kurz. Kannst du reinhauen, ja, mach. Gut. So, gib mir 3 Minuten. Gib dir 2. Django. 7 durch 2. 6 Minuten. Bis zum Bedrock, Jungs und Mädels. Es gibt nur 4 Folgen. Steine klopfen, schaltet jetzt um und guckt Toulon Wolves. Ja, was ist denn alles für ein Zeug? Wird's wirklich bis zum Bedrock jetzt? Ich weiß nicht. Nein. Ah, okay, ich dachte schon. Ja, wie sagt okay, bis zum Bedrock. Nein. Ach, Kaiser. Oh, das geht doch schnell hier. Spiele. Kaiser? Halt wenn du mir eine. Wenn du mal auf Stahl skills und dann habe ich auch die Möglichkeiten. Achso, er steht voll. Schwester Schlag. Was?
eine Stunde stehst. Die sind, merkst du, ja, sie sind überhaupt nicht meine Sache. Ich stehe noch ein paar Minuten jetzt hier, warte mal. Nee, das ist ja auch nicht so schön. Nee, ist überhaupt nicht lustig, aber die Frage war jetzt sehr gut. Nee, Schlaganfall ist überhaupt nicht witzig. Und ich glaube auch, dass es die Zuschauer nicht gut finden werden und bei Jack bei Toland Wurfs einschalten werden. War das richtig so, Jack? Nee, muss schon mehr. Mehr Gas, muss noch ein bisschen mehr. Du musst noch ein bisschen mehr Gas geben. Total untertrieben auch, also. Ja, ist ganz im Ernst. Du hast mehr drauf. Also, meine Damen und Herren. Ladies and Gentlemen. Nee, lass mal jetzt. Okay, also okay, wir nehmen das erste. Hier wird's unglaublich. Achso, hast du die Daten davor nochmal? Also. Wir nehmen das erste. Wir machen das mit dem Kindchen. Take 1. Take 1. Freue mich schon auf den Moment, wo wir unten drunter durchbuddeln. Vielleicht schaffen wir das die Folge noch. Ich weiß nicht genau, wie tief wir sind. Der Kaiser müsste mal ja, Maß komm, warte, nehmen. Ich mache uns hier gerade lecker. Ausloten. Und bin gleich da. Ja, wenn du auf Stahl gehst, hätte ich gerne Stahl-Pickaxe. Ja, sobald wir das machen können. Brech denn, ich bin schon da. Aber erstmal das Werkzeug, um auf Stahl zu kommen. So, dann, so. Ach. Ey, verpiepsch noch mal hier. Nur Google Motto. Google Motto. Das ist super. Was? Stimmt mit euch beide nicht. Entschuldigung. Also irgendwie ist sie voll merkwürdig. Ich meine, die Dialoge sind gut, aber ich meine, du kannst das Bild auch abschalten. Dialoge sind gut? Also bei mir kannst du... Was? Ja, ja. Andersrum. Nein, das ist wie Bilder so ein Hörspiel. Nein, die Bilder sind bei mir graue Wand mit drunter zählenden Zahlen und einer Pickaxe. Also bei mir gibt es ab und an noch mal ein bisschen Lucke halt zu sehen. Ein Sledgehammer, der sich in Eisenstäbe presst und das war dann. Bei mir steht ein Cowboy hier, der anscheinend einen Schlaganfall hat von der Workbank. Guck doch mal rein. Hast du Button? Boah, ich mache hier gerade übelste Click-Action, Bruder. Also, ja, ich will auch übelste Click-Action machen. Oh. Ich hab doch gerade gefragt, ob jemand an der Workbench ist und ob die... Nein, die war frei und jetzt gib mir noch 2 Minuten. Und jetzt lass mich. Genau. Kann man nicht um die Zombies. Ich hab schon 2 Sekunden, das ist dann nächste. Aber hier sind gar keine Zombies. Genau. Geh drauf. Wenn du schon dabei bist, mach mal eine mit, wa? Kann ich mal eine neue Pickaxe haben, bitte? Irgendwas, ich habe eine 163er, weil ich immer wieder aufgewertet habe. Gerepaired. Irgendjemand verhungert hier. Ich. Hat man nicht mal Repair? Wie hieß denn der Fixer? Hieß das irgendwie, ne? Der Fixer. Ja. Wollte ich da mal einmal drauf machen, aber es lohnt sich halt auch nicht, oder? Boah. Mining. Ja, was sagen wir denn zu den US-Präsidentenwahlen, die... Da sage ich gar nichts. Zu. Das ist gar kein gutes Waren. Thema. Pui. Das wissen wir gerade gar nicht. Nein, nee, also noch wissen wir das ja nicht. Gut. Also jetzt, heute ist Sonntag. Wann sind die? Dienstag. Am okay, 8. weil wir haben... Diese Folge läuft am Donnerstag. Genau. Also ist schon passiert. Ist schon, naja. Oh mein Gott. Also Pest oder Cholera. Wenn wir Pech haben, dann ist die Folge jetzt. Gar nicht mehr zu sehen. Wer weiß. Kommt die Folge gar nicht mehr raus. Genau. Trump hat YouTube gesperrt. No. Du hast was? Kann so passieren, ja. Oh, scheiße, ich hab YouTube gesperrt. So, mit einem Schlag baue ich jetzt 70 ab. Ich glaube, wenn ich jetzt noch eine geilere Pickaxe hätte, würde ich mich hier bis zum Bedrock innerhalb kürzester Zeit, innerhalb einer Folge... Nein, Politik ist kein gutes Thema. Okay, gut. Ich habe auch absolut null Ahnung davon, deswegen... Verflucht, ess jetzt was. Gib mir was. Aber die Auswahl, die sie haben, ist halt wirklich null. Also, Punkt. Ja. Ja, ich habe mir auch überlegt, in den vergangenen Wahlen. Okay, lass uns doch über Amerika reden, weil das geht uns okay, dann lass uns doch reden. Da gab es doch Cheney, hieß er doch, oder? Hier, ja, genau. Der junge Mann, der sich zumindest Dick. Um die Umwelt so ein bisschen gebühlt hat. Ja, Dick Cheney, das war doch der selbst so eine Doku sogar gedreht hat, irgendwie zum Umweltschutz. Der war krass. Macht den so. Und dann, ich meine, als Amerika einen schwarzen Präsidenten gewählt hat, ich meine, das war ja schon historisch, ne? Definitiv. Ja. Und Obama hat so viel versprochen, aber konnte natürlich nicht alles halten. Ist aber auch klar, ich meine, er ist in Amerika. Er ist ja nicht so, dass so, hey, jetzt wird alles gut, weißt du? Ja, weil er auch, er hat ja null, er kann die Dinge auf den Weg bringen, aber entscheidend tun es doch ja gut, alles ist ja zusammen. Wie immer. Ich meine, Great Britain hat auch die Monarchie, aber im Endeffekt entscheidet es dann hier, wie heißt das da, der Court, oder wie heißt das? Dieser komische Dicke mit den blonden Haaren. Der andere komische Dicke mit den blonden Haaren. Der aussieht wie ein Däne, weißt du so. Ja, der sieht aus wie eine Mischung aus fetten Dolph Lundgren und... Möchtest du eine 600er Steinaxt haben? Hier, bitteschön. Danke. Sehr gerne. Dann scrap ich meine. 3, 4, 5. 6. Und die ist jetzt besser, ich probiere mit der abzubauen, aber ich... Ah ja, die Farbe ist halt... Yes. Kann ich eigentlich mit der lila Steinaxt... Warte mal. Nee. 13 Schläge brauchen wir noch mit. Wenn ich die jetzt scrappe, was passiert? Die schlägt schneller, oder? Die schlägt schneller, also es dauert ein paar Sekunden länger, aber du skillst halt Construction Tools, weil wir nichts zum Aufwerten hier.
Aktuell noch nicht, das wird nachher kommen, aber wir brauchen Stahl. Wir haben halt nichts, ne? Deswegen ist das und die dürfte sich nicht so schnell abbauen, ne? Also ist wahrscheinlich billiger, als ja, Forged Iron zu verballern. Das auf jeden Fall. Außer nur Gras, Steine und Holz. Ja, spannende Folge. Abonnent. Mann. So ist das Leben. Spannend. Visuell gibt es nicht viel, dann machen nein, aber die Amerikaner haben zum einfach. Das Schlimme ist in Amerika, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mein Eindruck, hatet mich, wenn ihr wollt, ist einfach, dass die Großstädte sind sehr europäisch, also weißt du, so New York und so weiter, also die würden wahrscheinlich sogar richtig entscheiden oder sinnvoll entscheiden. Das Problem ist, dass das Großteil der USA einfach auf dem Land lebt und auch die Bildung fehlt und solche Sachen und also ich habe das ja, glaube ich, schon mal erzählt in einer Folge, da wollte ja, ich weiß nicht, ob es Obama war, wollte das Gesundheitssystem auf dem reformieren, ja, also sprich wie bei uns, du hast eine Versicherung, wo du einzahlst und das wurde ja allgemein abgelehnt, weil die Leute halt gedacht haben, sie werden halt noch mehr zur Kasse gebeten, also die haben diesen gemeinschaftlichen Gedanken halt überhaupt nicht gesehen und das ist natürlich dann fatal, ne, also dann hast du ja auch gar keine Chance. Ja. Naja, die müssen ja da zahlen. Da haben wir schon echt gut hier, muss man sagen, also Ja, natürlich. Ich meine, wir müssen uns nicht Gedanken machen. Klar zahlen wir jetzt im Vorrang und der manch einer sagt halt, ich habe zu viel Abgaben oder so weiter, aber im Endeffekt musst du dir, na gut, um die Rente keine Sorgen machen, ist auch irgendwie schwierig, aber. Na doch, also welche Rente? Also immer. Darüber reden wir jetzt aber echt nicht. Da riech ich mir nur auf, du. Die Renten sind sicher. Die Renten sind sicher. Eins kann ich euch sagen. Mein Freund, das war der gleiche Spruch wie, wenn man schon arbeitslos ist, dein Beruf, der einem Spaß macht. Ja. Der Nobby. Also, das war noch Zeiten. Genau auf 12. Das ich habe den Weg. Wollt ihr mich verarschen? Was denn? Meint ihr nicht, dass ihr so ein bisschen übertreibt? Wegen? Was denn? Wie tief sind wir denn jetzt? Langt das? Das sind genau 12. Das sind genau 12 jetzt, wenn wir jetzt hier mega dann einen tiefer machen. Ein tiefer, noch ein tiefer. Boden. Ja. Ein tiefer, das ist der Boden dann und. Was ist denn? Ja. Was, also, und höhlen wir das ganze Ding aus, oder wie? Ja, wir buddeln jetzt gleich unten quer. Also, wir müssen praktisch diesen Tropfen in der Mitte. Wollen wir eine Überlängefolge machen? Ich meine, wir haben eh nur gebuddelt. Ja, mach. Und dann kündigen wir halt. Der große Krach. Mach du halt. Nimm für dich halt. Auf. Mach halt. Ja. Nee, mach halt. Ich hab übrigens schon Kisten auf die Spinne gesetzt. Super. Die Spinne. Die Spinne ist gut. Wir nennen es die Spinne. So. Oh, dann irgendjemand hat hier Hunger. Hast du Hunger, Kaiser? Ja, hab ich. Aber Jackie erntet hoffentlich gleich das reiche Feld. Auch schon wieder morgen. Ja, wir haben den Morgen, wenn man sich so durch Japan durchbuddelt, dann ist dann mal schnell. Konnichiwa. Dann geht das ganz schnell. Wenn die anderen beiden mithelfen 27. würden, könnten wir. Hallo. Ja, das ist echt schrecklich hier. Nicht mal intim, aber. Warte mal. 70, 27. Das heißt, ich baue mit der Axt 63 ab. Mit der 600er Steinaxt 28. Also habe ich. Holz. Aber ich habe das Gefühl, dass ich wesentlich schneller schlag als mit der. Mach du mal mit der Stoppuhr. Oder mein ja, Stoppuhr das hier. Sind nur ein paar Zillisekunden. Also. Zilli? Ja. Also insgesamt, wie du rauskommst. Zilli Manelli. Insgesamt, wie du. So Schissel in der Missel. Es kommt ja noch an, ich habe ja eine beschissene Pickaxe. Wenn ich eine geile Pickaxe hätte, die bestimmt jemand machen könnte, dem seine Tool-Construction super hoch ist. Mit wie? Ich habe eine 246er. Woodruff macht doch gar nicht mit. Woodruff? Das ist nämlich gern. Ja, bitteschön. Woodruff. Fickert. Woodruff. Woody macht Woodruff an the Schnibbel auf Atzimo. Am Spiel. Woodruff an the Schnibbel auf Atzimo. Ja, klar. Genau. Wenn wir die Folge googelt ihr und sucht. Oh ja, das geht gut. Dann mache ich hier über 80 bei euch mit einem Schlag ab. Bin ich auf jeden Fall schneller. Stopp mal eben hier. So, dahin meinen ja die Bösen. Ja, okay. Ja, spannende Folgen. Spult jetzt vor bis zu Minute 30. Ich brauche 10 Sekunden für einen Block mit der Dingens, mit der Steel. Quatsch, mit der Stone Axe. So, das ist ein Pickaxe, die ich habe. Ja, aber es kommt doch ganz stark auf das Tool-Level auch an. Ja. Wir haben übrigens keine Federn mehr. Achso, ja. Wer hat jetzt ein Dings? Ups. Crossbow habe ich. Ich habe Federn in der Tasche hier. Echt? Wie viele denn? 55. Not your ernst, nehme ich, ja. Gut, wir machen jetzt Folgendes. Wir sind nämlich am Ende einer Folge und wir werden zur nächsten Folge final
diesen Berg einstürzen lassen. Mit unserer Willenskraft. Badaboom. Schalte doch wieder ein. Wenn es gleich heißt. Steinfeld. Was? Oder so. Steinfeld. Ne? Verstehst du? Wenn die Lügen. War eine gute Serie. Oh Gottes Willen! Entschuldigung. Oh, war jetzt? Was war nein, jetzt? Die Spinne geht kaputt. Komplett. Was? Was für eine Spinne? Ja, sie baut sich gerade. Okay, ab. Gucken wir in der nächsten Folge schnell. Okay, dann bis zur nächsten Folge von Tulon Wolfs. Bis dann. Tschüss.